Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. In jenen Tagen drängte Jesus die Jünger, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Er selbst wollte auf dem Berg allein zu seinem Vater beten. Inzwischen war das Boot schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn die Jünger hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus erwiderte ihm und sagte: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Und die Jünger im Boot aber fielen vor Jesu nieder und sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du. Guten Tag, hier spricht Alfred Müller aus Dirmstein. Ich bin es, fürchtet euch nicht, sagt Jesus zu seinen verzweifelnden Jüngern. Wenn wir das behalten, habt Vertrauen, ich bin es, habt keine Angst. Nur das haben wir nötig zu lernen. Da, wo man den Herrn gar nicht oder nicht mehr vermutet, ist er da. Dort, wo man ihn nicht mehr erwartet, tut sich seine Nähe aus. Über dem bedrohlichen Abgrund und fern vom rettenden Ufer kann sein Wort gehört werden: Fürchtet euch nicht und komm, komm, es geht. Es geht mit mir. Unserem Leben ist nicht verheißen, dass der See immer windstill und glatt und das Ufer nahe ist, dass jeder Ruderschlag uns voranbringt und unser Lebensboot ruhig zielsichere Bahnen zieht. Aber das ist uns verheißen. Jesus ist der Sohn Gottes, der auf der stürmischen See da ist. Wagen wir es also, ihm zu trauen, wieder zu vertrauen, ihm zu sagen: Herr, wenn du es bist, dann sag auch zu uns, komm. Komm doch, es geht. Es geht mit mir an meiner Hand. Petrus hat diese Erfahrung gemacht. Komm, es geht mit dir im Hin und Her und Auf und Ab, im Geworfensein und Ausgeliefertsein und vor den Abgründen. Es geht, Herr, streck deine Hand aus und halte uns. Ich wünsche uns allen das Wagen unseres Glaubens, jedem und jeder Einzelnen von uns, und unsere Kirche und unsere Kirche als Ganzer. Ich wünsche uns gerade in Not und Leid und Gefahr das bestärkende, ermutigende, tröstende und haltende Komm. Immer wieder und schließlich in größter Lebensnot das rettende Komm. Denn wir können viel tun, um Gefahr zu vermeiden, uns in der Gefahr zu bewähren oder ihr Stand zu halten. Aber retten können wir unser Leben nicht. Retten kann unser Leben nur der Herr des Lebens, der es uns geschenkt hat und schenkt. Wir wollen beten. Gütiger Gott, du hast uns den Geist deines Sohnes geschenkt. Wir dürfen dich Vater nennen. Hilf, dass wir in dieser Welt als deine Töchter und Söhne leben und einst das verheißene Erbe empfangen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und der Segen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen.